Ein Ogre und zwei Creeps. Kein Problem für uns. Darius macht wieder 2 Hits! Ja, geil! Jetzt, nachdem er Level 10 erreicht hat, kann auch er 2 Hits machen und macht damit viel mehr Schaden! Das gefällt mir! 107 Erfahrungspunkte und 225 Gold. Eine Schlange! Die hat sich aber verirrt. Das wird ein leckeres Abendessen, Leute. (lacht) 41. Erfahrungspunkte, 50 Gold erhalten. Wir sind in der Stadt. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen eine Bootsfahrt. Wir sind noch stark genug, dass wir es in die andere Stadt schaffen. Also leisten wir uns das. Ein bisschen mehr Gold, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und wenige Kosten beim Übernachten. Außerdem würde ich gerne ein Zelt kaufen, damit wir notfalls speichern können. Also nur was ganz Billiges, Leute, um zwischendurch mal kurz speichern zu können. Mehr brauche ich gar nicht. 208 Schadenspunkte! Geil! Hoho! (48) Erfahrungspunkte und 36 Gold erhalten. Das ging aber schnell. Da kam nicht mal ein Monster. Erst zum Arzt. Jetzt zum Gasthaus. Und dann noch schnell zum Itemladen. Ich hätte gerne ein Zelt. Ja. Ciao. Sir Hux.
Prozok hat daneben geschlagen. Rico hat auch. Aber ich habe einen gekillt. Und Darius hat zumindest getroffen. Zocker hat getroffen. Er getötet auch. Darius hat sich um seinen gekümmert. Okay. Da hat irgendwie einer noch überlebt. ...37 Erfahrungspunkte und 150 Gold erhalten. Wisst ihr was? Ich möchte mal was testen, Leute. Denn ich konnte die Bildfeder ja jetzt nicht wegkriegen. Aber ich möchte was testen. Und das teste ich jetzt während der Aufnahme, ob ich das vielleicht noch anderweitig wegbekomme. Und wenn ja, dann ist es gut so. Und falls nein, dann weiß ich echt nichts mehr, Leute. Denn die Bildfehler sind jetzt immer noch da. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich sie sonst nur wegkriegen soll. Eigentlich hatte ich vorhin schon keine Ahnung mehr. Darius hat zwei Treffer und auch noch kritisch getroffen. Geil! Plötzlich macht Darius jetzt, nachdem er auch doppelt treffen kann, richtig viel Schaden. Und er hat seinen eigenen Creep ganz alleine getötet. ...600 Erfahrungspunkte und 240 Gold erhalten. So. So Leute, wir werden jetzt mal eben ein bisschen einkaufen gehen. Für Rikulat. Der bekommt jetzt Harm 2. Dann hat er eh schon... Ich muss jetzt Rikulat mal wieder in seine richtige Position tun. So. Dann hat Rikulat, glaube ich, eh schon... 3 Zauber. Ja, 3 Level 3 Zauber hat er schon. Dann kaufen wir jetzt noch die Level 3 Zauber für Prozocker. So, Feuer 2, Hold, Lit 2 und Lock 2. Was machen die da nochmal, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Also Lit und Feuer 2, Lit war der Thunder, also der Blitzzauber. Und Fire 2 ist auch klar. Was machen Lock und Hold?
So, Lock 2, da haben wir es. Das reduziert das Ausweichen der Gegner. Von allen Gegnern, das ist geil. Und was macht Hold? Hier, das paralysiert einen Gegner. Das ist geil. Leute, und ich lese hier gerade Feuer 2 und Blitz 2, also Blitz 2. Die treffen alle Gegner. Aber wir haben schon Feuer, dann nehme ich dieses Mal den Blitz 2. Und dann würde ich jetzt noch Lock 2 nehmen. So, den dritten Zauber, den kriegen wir demnächst. Ich speichere jetzt nochmal, Leute. Und jetzt kommt das, was ich testen will. So, ich teste jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt den Nintendo ausschalte und wieder kurz auslasse, sodass er keinen Strom mehr hatte, und dann wieder einschalte, ob dann vielleicht die Bildstörungen wechseln. Wenn ja, dann mache ich einfach alle 1 bis 2 Stunden die Nintendo, auch während der Aufnahme, ist mir egal. Mache ich sie einfach mal kurz wieder aus. Oder jetzt mal, wenn wir speichern. Und dann können wir ohne Bildstörungen weiterspielen. Das wär's doch, oder? Denn die erste 1 bis 1,5 Stunden hat heute keine Bildstörungen. Das heißt, der Trick, den ich versucht habe, der war besser, denn davor waren es ungefähr so 40 bis 60 Minuten. Dann kam die erste Bildstörung. Und es wurde immer schlimmer. Und ganz ehrlich, Leute, jetzt gerade sehen wir keine einzige Bildstörung. Also es ist besser geworden durch den Trick, den ich versucht habe. Und ich versuche jetzt das. So, sieht aus, hat auch keinen Strom mehr. So, dann stecke ich sie jetzt wieder an. Und mache sie wieder an. Es hat nicht funktioniert, schade. Sehr, sehr schade. Dann müssen wir leider mit den Bildstörungen spielen, Leute. Es tut mir echt leid, aber es geht leider nicht anders. Mir fällt nichts mehr ein. Nichts. Es sei denn, ich würde immer nur eine Stunde spielen am Tag, vielleicht. So oder sowas, aber das kann ich nicht machen. Denn ich habe nicht jeden Tag Zeit zum Spielen. Das geht leider nicht. 9 Erfahrungspunkte, 36 heute halten. Ja, das wissen manche von euch vielleicht ja gar nicht, aber ich mache YouTube nur als ein Hobby. Ich habe noch meine ganz normale Arbeit, in der ich auch die tagtäglich arbeite. Zwar nur Teilzeit, 30 Stunden, aber trotzdem. ...48 Erfahrungspunkte und 195 Gold halten. Trotzdem arbeite ich und mache das hier nur nebenbei. Vorzugreich, Level 10, juhu! 191 Lebenspunkte hat er jetzt, maximal. Stärke geht hoch und Glück geht hoch. Und deswegen habe ich leider nicht die Zeit, dann einfach täglich oder so eine Stunde oder so zu spielen, damit wir die nicht haben. Das geht leider nicht. Ich finde es so geil, Leute. Jetzt, da Darius auch doppelt trifft, trifft er aber tatsächlich auch mal kritisch. Oh, verdammt, wir müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen. Ich habe nicht vergessen, Heiltränke, Gegengifte zu kaufen. Wir haben keine Gegengifte mehr. ...42 Erfahrungspunkte und 103 Gold. Leute, ich glaube sogar, dass das Ausschalten hat das eventuell sogar ein bisschen schlimmer gemacht. Oder wisst ihr was? Ich habe sogar noch die Idee. Denn ich habe den Stecker der Ness ausgezogen gerade eben, Leute.
Ich habe nicht den Spannungsumwandler ausgezogen. Vielleicht müssen wir den Spannungsumwandler ausziehen. Rausziehen aus der Steckdose. Das versuche ich nochmal. Also hier jetzt Gegengifte kaufen, tu nochmal speichern und dann ziehe ich mal den Spannungswandler aus der Steckdose. Dass das vielleicht das das Rätselslösung, die Wurzel allen Übels ist, die Wurzel dieser Bildstörungen. Gold, 75 Erfahrungspunkte erhalten. So rum. Irgendwie konnte ich diese blöde Schlange nicht töten, Leute. Aber jetzt. Erfahrungspunkte und 100 Gold erhalten. So, wie viel Geld haben wir denn? Oh, verdammt. Ich kaufe mir den Zauber jetzt nicht, Leute. Ich kaufe jetzt für die 1500 Gold, kaufen jetzt Gegengifte. Wir brauchen die. Plus einmal speichern. Also für 1426 Gold kaufe ich mir jetzt Gegengifte. Könnte jetzt ein bisschen dauern, Leute. Das sind mehr als 7. Mehr als 10, meine ich. Die wir da kaufen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Heiltrank aus Versehen gekauft. Egal. Einer geht noch. So, wie viel haben wir gekauft? Gegengifte haben wir jetzt, Leute. Geil! Dann habe ich aber doch keinen Heiltrank gekauft. Wir haben nämlich immer noch 3. Oder hatten wir 2? Keine Ahnung. So. Dann wollen wir hoffen, dass das Ausstecken des Spannungswandlers hilft, Leute.